Warum gibt es Atheisten auf der Welt? Das ist deshalb, weil wir den Schöpfer nicht empfinden, ihn nicht sehen, ihn nicht hören. Ich möchte einen Menschen sehen, der jetzt auf der Straße herumrennt und schreit, ich habe jetzt zu Gott gesprochen. Sofort wird er quasi in die Krankenanstalt gebracht, in die Psychiatrie. Aber wie kann es sein, dass trotzdem alle daran glauben, dass das Gott existiert? Und gemeinsam, wenn einer auf der Straße herumschreit, nicht nur, dass er existiert, dass er mit ihm kommuniziert, mit ihm spricht, ihm hört, dass dieser Mensch in die Psychiatrie eingeliefert werden muss. Warum ist das so? Wie passiert dieser Paradox in der Menschheit? Halt zu. Auf der einen Seite glauben so viele Menschen an Gott, auf der anderen Seite, wenn jemand herumschreit, will man ihm einliefern. Ich verstehe das nicht. Du gehörst zur Menschheit. Du musst darauf antworten.